Hallo, mein Name ist Professor Sabel vom Xavier Center in Magdeburg. Hier in Magdeburg haben wir uns seit vielen Jahren mit einer neuen Therapieform beschäftigt, nämlich der Behandlung mit nicht-invasiver Hirnstimulation mit sehr geringen Wechselstromimpulsen. Das ist eine Methode, die relativ neu ist, darum auch noch nicht bekannt. Und auf diesem Wege eines Videos möchte ich erklären, worauf das Prinzip der Therapie beruht und vor allem auch, welche Erkrankungen damit behandelt werden können. Denn die Therapie und auch der Sehschaden ist nicht nur eine Frage des Auges, sondern hier müssen wir auch an die Funktion des Gehirns denken, welches im Wesentlichen die Information überhaupt verarbeitet, die das Auge liefert. Nun, durch die Wechselstromtherapie ist es möglich, diese Synchronisation von Hirnaktivität, also die Fähigkeit, wie gut Sehimpulse verarbeitet werden, zu verbessern. Und dies ist vor allen Dingen in solchen Bereichen des Gesichtsfeldes, also dem Teil, in dem wir noch sehen können, der Fall, die nur teilgeschädigt ist. Nun, Teilschädigungen sind Bereiche, die ein gewisses Potenzial haben, durch Therapie zu profitieren, denn hier gibt es noch viele Nervenzellen, die Impulse zum Gehirn schicken wollen, das aber nicht können, weil sie eine Mangeldurchblutung haben. Nun, es ist die Wechselstromtherapie, die bewirkt, dass einerseits die Blutversorgung verbessert wird durch eine Erweiterung der Blutgefäße, aber andererseits die vielen grauen Zellen da oben im Kopf sehr viel besser Informationen verarbeiten können, um das Restsehen maximal auszunutzen und so den Patienten die Möglichkeit zu geben, wieder mehr Objekte zu sehen, Gesichter zu erkennen, zu lesen und so weiter. Und die Wechselstromtherapie wurde klinisch untersucht in einer Studie, an der viele Zentren beteiligt waren. Und es fand sich hier eine signifikante Verbesserung der Sehleistung. Gleichzeitig haben wir natürlich in der Studie auch ganz genau die Nebenwirkungen untersucht. Und es gibt nur sehr seltene Fälle von leichten Kopfschmerzen oder kleineren unangenehmen Ereignissen, die aber kaum spürbar sind und deswegen auch kein Risiko bedeuten. Die Therapie dauert 10 Tage, wird hier in Magdeburg stationär durchgeführt und wir haben viele Patienten, über 1000 Patienten, erfolgreich behandelt. Leider können wir nicht sagen im Einzelfall, wie groß die Verbesserung sein wird, aber um herauszufinden, wie hoch die Chance ist, durch die Therapie besseres Sehen zu erreichen. Dazu dienen einige Statistiken, die wir geführt haben über die Jahre und die wir auch in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert haben. Zunächst zu dem Thema Gesichtsfeldgröße. Das Gesichtsfeld ist der Bereich, wenn man gerade ausguckt, den man nach rechts und links und oben und unten sehen kann. Das ist grob ein großer Kreis. Das nennt man das Gesichtsfeld. Und die durchschnittliche Verbesserung nach der Therapie ist in der Größenordnung von 25% Verbesserung gegenüber dem Ausgangsniveau. Die 25% sind ein Durchschnitt, aber es gibt Patienten, die schlechter und besser sind. Nun, ein weiteres Maß, welches wir herausgefunden haben, ist, wie stark verringert sich der Bereich des Schadens selbst, also der Bereich, der jetzt schwarz oder blind ist. Und da sind unsere Ergebnisse, dass im Durchschnitt 60% etwa dieses Schadensbereiches reduziert werden kann. Nun, was bedeutet das aber subjektiv für den Patienten? Denn Sie als Patienten interessieren sich zwar auch für Messwerte, aber wichtig ist doch, wie wir es persönlich erleben. Welche subjektiven Erfahrungen bzw. Veränderungen, Verbesserungen wir im Alltagsleben spüren. Und da haben wir Patienten systematisch gefragt und haben herausgefunden, dass mehr als 80% der Patienten eine spürbare Verbesserung ihrer Sehleistung erleben, zum Beispiel flüssigeres Lesen, weniger Blendlicht, weniger störender Nebel im Auge und verbesserte
Größe des Gesichtsfeldes, die auch dann zur besseren Navigation zum Beispiel führen kann. Besonders interessant und subjektiv wichtig ist für Patienten auch, dass sie wieder das Gesicht von Menschen besser erkennen können und nicht nur darauf angewiesen sind zu hören, wer gerade mit ihnen Kontakt hält. Aber andererseits gibt es auch etwa 20% der Patienten, die keine spürbaren Verbesserungen erleben in der Zeit, wo sie hier sind, wobei aber die Therapieeffekte durchaus auch eine gewisse Zeit manchmal brauchen, bis sie wirklich sichtbar werden, also dass man nach einigen Wochen und nach etwa 1 bis 2 Monaten dann letztlich sagen kann, ob eine Verbesserung stattgefunden hat oder nicht. Wenn Sie diese Therapie interessiert, so kontaktieren Sie uns gerne auf der Xavier Webseite oder per Telefon. Und wenn Sie weitere Fragen haben, sind wir auch gerne dazu Ihr Ansprechpartner. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und verweise auf weitere Videos, die wir auch für Sie im Köcher haben. Viel Spaß und schönen Tag, Ihr Professor Sabel in Magdeburg.